liebe Freunde der elektrischen Gitarre, da sitze ich hier so rum und versuche hier die gute Harley Benton SC450 aufzuarbeiten. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr und denke, ach, guck doch mal rein in YouTube, vielleicht gibt es ein paar schöne neue Filme. Ach Mensch, heute ist Freitag. Da kommt der Livestream bei John Robson, Guitar Tuition. Den guckst du dir an. Also, schwupps, die Arbeit eingestellt, an den Rechner gesetzt und im Livestream, der immer am Freitagabend von 6 Uhr deutscher Zeit bis um 7 Uhr kommt, ein bisschen zugehört, worüber er gerade plaudert. Jo, und da sagt er auf einmal, also heute habe ich ein kleines Quiz für euch. Und wer dieses Quiz als erstes löst und mir eine E-Mail schickt, der gewinnt eine Harley Benton SC552, nämlich seine, die er persönlich gemoddet hat, mit ein paar besseren Pickups und neuen Mechaniken. Och, habe ich gedacht, da machst du doch mit. Und da kommt die Frage. Die Frage ist, wann habe ich mein erstes Video mit einer Harley-Benton-Gitarre aufgenommen und welche Harley-Benton-Gitarre habe ich dort reviewed? Och, da denke ich, da guckst du doch mal schnell in die Videohistorie. Und siehe da, hatte ich schnell gefunden, ich kannte mich ein bisschen aus. Zack, alles rauskopiert und in die E-Mail und abgeschickt. Na, habe ich gedacht, du gewinnst halt meistens eh nichts. Lass es drauf ankommen. Am nächsten Mittwoch kriege ich eine E-Mail. Hallo Thomas, hier ist John. You want a guitar? Oh. Me? Yes, you. Okay. Give me your address and all that what I need and I ship it to you. Okay. Also habe ich schnell meine Adresse und alles reingetippt, eine nette, freundliche E-Mail geschrieben und gesagt, Mensch, ich weiß ja gar nicht, was das kostet, das Verschiffen von England nach Deutschland. Und ich beteilige mich auf jeden Fall daran. Zack, hatte ich schon mal eine Ansage gemacht. Einen Tag später sagte er, okay, ich habe es rausgefunden, kostet nur 18 Pfund, die Gitarre zu verschicken. Und ich kann sie aber nicht versichern, das macht man für kein Geld der Welt. Also schicke ich dir sie so, sie wird schon ankommen. Okay, am nächsten Tag, zack, Parcel ist aufgenommen, DPD. Es war wieder Freitag, ich war total glücklich, bin wieder in den Livestream, habe mich bedankt, habe mitgetalkt, habe ihm 12 Euro überwiesen für einen Anteil an den Shipping-Costs, habe noch 30 Euro an eine Spende für ein Kinderhospiz gegeben, was er immer unterstützt, aus Dankbarkeit, dass ich jetzt die Gitarre habe, und war happy. Am nächsten Tag bekomme ich eine E-Mail von DPD, Invoice. Aha, Steuern, Einfuhrsteuern. Ja klar, Brexit. Okay, ich schaue drauf, 68 Euro. Hoppala, das ist aber ganz schön viel Steuer für die Einfuhr der Gitarre. Na gut, also habe ich das genommen, habe es überwiesen, verschickt, zack, habe die Invoice-Rechnung bekommen, alles klar. Das war letzten Samstag. Heute ist Dienstag, seitdem hat sich das Paket laut Tracking nicht mehr bewegt, von Holland dort, wo es war, als die Invoice-Anforderung kam. So, jetzt werde ich langsam ein klein wenig nervös, weil jetzt habe ich schon über 100 Euro ausgegeben, besser gesagt 110 Euro, und bis jetzt ist immer noch keine Gitarre da. Wenn das mal gut geht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn sie ankommt, packen wir sie zusammen aus. Oh, liebe Freundinnen und Freunde, das Paket vom guten John Robson ist heute angekommen nach anderthalbwöchiger Reise von England nach Deutschland. Es ist äußerlich recht unversehrt und ja, hier gibt es Documents enclosed. Proforma Invoice, 4. Mai 2022.
Okay. Das äußere Paket war schon los. Und nochmal, Unboxing. Here we go. Hier ist sie. Und die Iron Gear Pickups. Eine fantastische, sehr tiefe Seitenlage. Einwandfrei. Stimmt, wollen wir mal. Schauen, wie sie stimmt. Oh, die Tuner arbeiten sehr gut. Ja, die Tuner arbeiten gut. Nur wenn ihr hier guckt, John hat die Pole Pieces auch benutzt am Stegtonabnehmer. Und um hinten ein bisschen zu machen, der vordere sitzt ziemlich flach im Rahmen. Ja, ansonsten auch ein sehr schönes Top, oder? Naja, der Test wird kommen. Also dann, nix wie ran an Amp. Ganz einfach, Mikro, abstöpseln von mir, vor den Piwi.
Ja, liebe Leute, da ist sie hier, das gute Stück Harley Benton SC-550 von John Robson, getuned mit Iron Gear Pickups und Locking-Mechaniken. Unglaublich gut eingestellt, klar, nichts Scharfes dran, hat der gute John alles gemacht, gerichtet. Es funktioniert alles, lieber John, alles ist heile. Einzig, glaube ich, der knackt ein bisschen, aber das haben sie ja alle, die sind billig, die Schalter. Interessant wird jetzt der Vergleich mit der Standard Harley Benton SC-550. Habe ich auch zwei schöne Videos drüber gemacht, verlinke ich euch. Und wie viel das Tuning dann tatsächlich im Klang ausmacht. Das wird in einer der nächsten Folgen kommen. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Zeit. Bleibt gesund, bleibt musikalisch und bleibt fröhlich. Bis bald, euer Toko. Yeah.